Willkommen im Atlas Glashaus, der Zukunft des häuslichen Lebens. Atlas Glashaus. Okay, Emmett, verschwinden wir von hier. Emmett! Emmett, hör einfach nicht auf ihn, er ist verrückt! Ich bin mir noch nicht sicher wegen dieses Geschäftsangebotes, Mr. Sagan. Lassen Sie es mich noch einmal erklären. Atlas Glas, unzerstörbar und schalldicht. Schalldichtes Glas, großartig. Der Wohnraum ist so gestaltbar, dass er jedermanns Ansprüchen genügt. Sie brauchen ein Arbeitszimmer? Schieben Sie einfach die Wände herein. Oder wieder heraus, damit ein Bankettsaal entsteht. Irgendwas blockiert sie. Nee, so nicht. Auch nochmal zurück. Von der Innenseite kann ich es nicht machen, wa? Vielleicht ist es doch das, was es blockiert hat. Kann ich mir nicht vorstellen, aber ich versuch's mal. Tatsächlich. Jetzt kann ich auf der anderen Seite des Glashauses bestimmt bis ganz... Okay, das ist mehr verwirrend als... Ich hab's sogar richtig gemacht. Rätsel. Irgendwas blockiert sie. Ich muss jetzt wieder zurück, anstatt dahin, da wo ich gerade hin wollte. Sie öffnet sich nicht. Dagegen knallt.
Dafür muss die wieder. Bin ich jetzt quasi einmal im Kreis? Ich dachte, die müssen in die andere Richtung. Dabei muss ich wieder zurück. Sie öffnet sich nicht. Die Tür klemmt und da, wo ich den Griff nicht drücken kann. Na, ich hätte nur an die Seite laufen müssen. Oh, ist das bescheuert. Wo haben Sie ihn jetzt hingebracht, Doc? Meine Grüße, Sterbliche. Ich, Techne, die Muse des Fortschritts, hoffe, dass Sie viel Spaß auf dieser Expo mit Ihren fantastischen Ausstellungsstücken haben. Und denken Sie daran, die Eintrittskarten für unsere Hauptattraktionen können Sie hier am Information... Schon wieder abgehackt. Im Haus der Zukunft werden Obstkörbe täglich durch Helikopter mit frischen Früchten aufgefüllt. Das ist Wachs? Im Haus der Zukunft können Telefonate in der privaten Abgeschiedenheit des persönlichen Telefonhelms geführt werden. Hey! Willkommen beim Telefonnummer, die Sie wählen möchten, oder sagen Sie... Klondike 4253. Hill Valley Expo, wo die Zukunft schon heute beginnt. Hier ist Techne, die Muse des Fortschritts. Mit wem spreche ich? Ich bin's, Kid Tannen. Ich bin wieder auf freiem Fuß und will dich zurück, Baby. Ich weiß nicht, wer Sie sind oder warum Sie diese furchtbare Imitation von Kid aufführen. Aber dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Ich bin jetzt sauber. Gespräch beendet. Freut mich. Sie wollen Spaß? Das Haus der Zukunft ist ausgestattet mit einem modernen Home Entertainment Center. Mensch, ärgere dich nicht und so. Ein komplettes Home Entertainment Center. Und was ist mit der ColecoVision? Im Haus der Zelms Willkommen, Telefon. Auflegen. Gespräch beendet. Mann. Im Haus Helms geführt. Telefonnummer. Klondike 4. Hier bei Brown. Hey Hampton, wie läuft's denn so? Das ist Marty, Emmets Freund. Ist er da? Momentan nicht. Es tut mir leid, aber er ist auf einem seiner kleinen Abenteuer. Danke, bis dann. Auf Wiederhören. Gespräch? Das Tricks hier irgendwie. Im Haus der Zuhelms Willkommen bei Telefonnummer. Klondike 4. Hill Valley Expo. Technik. Hi, Trixie. Ich bin's, Sunny. Oh, hi. Wie kann ich dir helfen? Ach, gar nicht. Ich hab nur dieses flotte Telefon ausprobiert. Okay, tschüss. Bis dann. Im Haus der Zelms geführt wird. Willkommen bei Telefonnummer. Klondike. Mann, immer diese Telefone. Ja? Hier spricht Mr. Smith. Ich suche einen Freund von mir, Herrn Zufall. Zufall? Ja, Vorname Rainer. Rainer Zufall? Hör mal zu, Junge. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Wer bist du wirklich? Auflegen. Gespräch?
Mein Name ist Rainer. Rainer Zugfall. Im Haus der Zukunft geführt werden. Willkommen, Telefonnummer. Klander. Mann, immer diese Telefone. Ja? Oh, es tut mir leid, Sonny Crockett. Hier spricht Carl Sagan. Der geheimnisvolle Mr. Sagan. Was wünschen Sie? Könnten Sie Edna Strickland für mich ans Telefon holen? Aber klar, Mr. Sagan. Hey, Strickland! Jemand möchte tatsächlich mit dir sprechen. Mr. Sagan, ich dachte, ich höre erst wieder nach der Expo von Ihnen. Ach so? Ja, war das nicht Teil unseres Plans? Ja, unser Plan. Wegen dieses Plans. Warum sagen Sie all diese schlimmen Sachen über Emmets Freund? Über den jungen Genossen Smirnoff? Sie haben mir doch von seinen bösartigen Taten berichtet. Wegen, Sie wissen schon. Sie wissen schon? Wegen dieser Sache, über die wir gestern geredet haben. Ach, das. Um genau zu sein, bin ich froh, dass Sie es erwähnen. Ich habe nachgedacht, wäre es nicht eine gute Idee, das alles Jakob Smirnoff anzuhängen? Was genau ihm anzuhängen? Sie wissen es? Oh, jetzt verstehe ich. Sie sind immer noch sauer wegen dem Knast. Daran war der Hund schuld. Wenn der nicht angetrabt gekommen wäre, nachdem ich das Feuer gelegt hatte, wäre ich problemlos davongekommen und hätte den Verdacht nicht auf Sie lenken müssen. Sie ist die Brandstifterin. Carl, ist da jemand bei Ihnen? Nein, nur wir zwei. Ich bin mir über einige Details des Plans nicht so ganz im Klaren. Nicht im Klaren? Aber es ist Ihr Plan. Ich meine, ich glaube, Sie sind sich nicht über alle Details im Klaren. Welche Details? Alles, was ich tun muss, ist, meinen Einfluss auf Detective Parker zu benutzen, um Emmets Demonstration abzublasen, während Sie Emmett ablenken. Sie lenken ihn ab, richtig? Oh ja, dieser junge Mann ist sehr leicht abzulenken. Das sag ich doch die ganze Zeit. Also, ich will ja nicht neugierig sein, aber warum haben Sie all diese Bars niedergebrannt? Warum? Weil niemand sonst etwas gegen Sie unternommen hat. Es gab eine Planänderung. Was? Ja, ich habe meine Meinung geändert. Ich denke, wir sollten Emmett seine Erfindung vorstellen lassen. Aber Sie haben mir erzählt, es könnte gefährlich werden. Und dass Jakob Smirnoff ein fremder Aufrührer ist. Und dass ich Emmett nur zum Führer ist. Und dass ich Emmett nur zurückbekomme, wenn ich ihn aufbaue, nachdem seine Träume zerstört wurden. Und ich habe viele Dinge gesagt, aber zu der Zeit war ich etwas verrückt. Das Wichtige ist, dass ich jetzt glaube, Sie sollten Emmett seine Erfindung vorstellen lassen. Oh, ich verstehe. Was? Es ist Genosse Smirnoff, nicht wahr? Wie hat sie überredet? Nein, ich möchte wirklich, dass Emmett seine Erfindung vorstellt. Keine Sorge, Carl. Sie können auf mich zählen. Edna, hören Sie mir zu. Sie müssen Emmett seine Erfindung vorstellen lassen. Smirnoff, hör zu, oder? Nein, hören Sie. Hören Sie zu, Smirnoff. Ich weiß nicht, womit Sie Mr. Sagan bedrohen. Aber ich werde auf keinen Fall zulassen, dass dieser Apparat, den Sie meinen Emmett haben bauen lassen, vom Boden abheben wird. Ich habe Emmett kurzzeitig aus den Augen verloren. Haben Sie eine Ahnung, wo ich ihn finden könnte? Aus den Augen verloren? Sie sollten ihn doch ablenken. Mach ich doch. Er ist nur abgehauen. Na, dann suchen Sie ihn. Ich habe mit Parker alle Hände voll zu tun. Also, bis... Gespräch beendet. Huch. Also, wenn ich raten würde, und ich keinen neuen Raum entwickeln möchte. Das ist irgendeine Art Tiefseetauchding. Entschuldigen Sie, Mr. Begleitung an. Wir hatten das Gespräch schon. Setzen Sie Ihren Helm ab. Den lasse ich lieber auf.
Die Inlandsluft tut meine Nebenhöhle nicht gut. Ich weiß, dass Sie da drin sind, Doc. Doc? Ja, ich bin Doktor der Meeresbiologie, aber ich verstehe nicht, was Sie... Hören Sie auf, Doc. Was haben Sie mit Emmett gemacht? Hilfe! Ich werde angegriffen! Sunny! Was machst du da? Du kannst doch keinen Aussteller angreifen. Du verstehst nicht. Er hat Emmett gekidnappt. Der Junge ist offensichtlich verwirrt. Das glaube ich auch. Soll ich ihn an seinem Ohr nach draußen schleifen? Das wird nicht nötig sein. Weißt du, wer das ist? Das ist Jacques Dutou vom Meeresinstitut. Nein, ist es nicht. Das Bitte, ist... sei doch ruhig. Die Expo hatte sich einiges an Mühe und Geld kosten lassen, Professor Dutou herzuholen. Wir können es uns nicht leisten, ihn zu verärgern. Aber wenn du eine Beschwerde gegen ihn hast, können wir das nach der Show klären. Aber wenn du noch einmal so eine Szene machst, muss ich... Professor Dutou, Zu Ihren Diensten. Was haben Sie mit dem echten Professor Dutou getan? Ich glaube, ich mag Ihre Andeutungen nicht. Und ich mag nicht, dass Sie Emmett gekidnappt haben. Vielleicht sollte ich die Polizei rufen und Sie aus der Halle entfernen lassen. Sie sind so kaltblütig, Dutou. Sellerie! Wo haben Sie Emmett versteckt? In der Tauchglocke? Es heißt Tauchkugel. Aha! Also ist Emmett in der Tauchkugel? Ich weiß wirklich nicht, wo... Ich glaube, ich... Nicht ohne... Will der... Damit werden Sie aber... Wie meine Mann... Ah, gucken wir mal. Hier ist meine Eintrittskarte. Ich will einen Blick in die Tauchkugel werfen. Das geht nicht. Was? Was soll das heißen? Ich habe eine Eintrittskarte. Sie müssen sie akzeptieren. Entschuldigung, es ist leider die falsche Eintrittskarte. Das ist nicht Ihr Ernst. Begrüßen wir nun den Mann, der die unerschöpflichen Möglichkeiten von wuchernden Algen erkannt hat. Willkommen, Ernest Philpott. Danke, Trix, Techne. Es ist eine große Ehre, heute hier sein zu Sie dürfen, unter all diesen schlauen Köpfen. Wie die Dame bereits sagte, ich forsche auf dem Tauchkugel. Gebiet der Algen, meine Damen und Herren, sind geheimnisvoll und noch recht unerforscht. Nach ausführlichen Studien muss und diese Tauchkugel einfach selbst leben. Glaube ich, nicht. Die Geheimnisse dieses noblen Gewächses entschlüsseln zu haben Probleme, und Mr. Dutou. Meine Entdeckung nun voller Stolz der staunenden Öffentlichkeit. Algenkuchen, meine Damen und Herren, stellen den nächsten Sie Schritt der Agrarrevolution des 20. Jahrhunderts dar. Algen besitzen lebenswichtige Inhaltsstoffe. Sie müssen von reichen Sie Beschwerden an, wenn Sie ein Problem haben. Genügend Proteine für ein Pferd. Jedoch konnten Menschen bis zum heutigen Tage nicht von den Vorteilen dieser Nahrung profitieren. Da der Geschmack Schön, dass Trixie wieder ihren alten Job zurück hat, wie sie das... Aber gesüßt mit Mais hier Hi, Trixie. Und also, was kann ich... zusammengehalten durch die magischen Kräfte Siehst du diese Tauchkugel? Genau da ist Emmett drin. Alkenkuchen Sehr schön. Schön, er wird gefangen gehalten. Von Jacques Dutou? Von Carl Sagan. Ich glaube, ich hab, was du brauchst. Die Hill Valley Expo mag für Menschen in schlechter Verfassung eine Reizüberflutung sein. Wenn sie sich verwirrt oder orientierungslos fühlen, versuchen sie Folgendes. Erstens, positionieren Sie Ihren Kopf zwischen Ihren Gürt oder orientierungslos fühlen, versuchen Sie Folgendes. Erstens, positionieren Sie Ihren Kopf zwischen Ihren Knien. Schon in Ordnung. Siehst du diese Sehr schön. Schön? Von? Gürt oder Orientierung, Kopf zwischen... Schon in Ordnung. Okay, du bist eine Muse. Kannst du mich mit einer Idee inspirieren? Ich versuche es. Und? Vielleicht. Danke. Danke, Ernest. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen. Statten Sie dem Stand einen Besuch ab und sichern Sie sich ein Stück Algenkuchen. Ich habe es getan und es war sehr interessant. Ich werde bald einen weiteren Höhepunkt unserer Expo präsentieren. Bis dann! Nun,
Nun, wenn man vom Teufel spricht. Faszinierend, nicht wahr? Nein. Den gebe ich nur Emmett. Der Wund... Genoss es. Unter vier Augen. Mit Vergnügen. Ich habe Emmett gefunden. Großartig. Vielleicht können wir der Sache jetzt auf den Grund gehen. Wo ist er? Carl Sagan hat ihn gekidnappt und in die Tauchkugel gesperrt. Was? Hör zu, Sonny, oder ich mag dir so ver... Aber wenn du Emmett... Komm schon, Danny. Geh rüber zur Tauchkugel und überprüfe sie. In Ordnung. Und willst du ihn nicht verhaften? Die einzige Person, die ich verhaften möchte, ist dieses unverschämte Kind, das den armen alten Herrn im Taucheranzug belästigt. Aber... Lass es sein, Junge. Seitdem sie... Es wäre dumm vergangen. Ich wünsche nicht schnell ein... Du sagtest... Und? Edna ist die wahre Brandstifterin. Das ist eine interessante... Aber es ist wahr, sie hat es zugegeben. Naja, ich habe das nicht gehört, also steht gut. Danke. Und? Hey, lass... Okay, ich brauch das Aufnahmegerät. Oh, ich hab die Idee. Ich grüße alle Vordenker von Hill Valley. Willkommen in der Welt von morgen, wo sich jeder wie ein König fühlt. Die Wachsblume. Alle Wünsche werden einfach auf Knopfdruck erfüllt. Genau das. Diese Pflanze gehört nicht hierher. Die hat nichts Futuristisches. Der Geistesblitz. Was? Oh Mann, ey. Lieber nicht. Ich weiß... Im Haus der Zukunft geführt werden. Willkommen bei Telefonnummer 7. So, jetzt, Telefon. Blondag. Genau. Mann, immer diese Telefone. Ja? Die wirst du durchdrehen. Kaiser, Sonny bin ich, also muss ich mit Karl. Ich bin's. Oh, hi, Mr. Könnten Sie... Sicher. Mr. Sagan, Sie dürfen mich nicht noch einmal einfach so anrufen. Ich muss meine ganze Aufmerksamkeit Detective Parker widmen. Ja, sicher doch. Ich habe nur noch ein paar... Also, ich will ja nicht neugierig sein, aber warum haben Sie all diese Bars niedergebrannt? Warum? Weil niemand sonst etwas gegen Sie unternommen hat. Edna, hören Sie mir zu. Sie müssen Emmett seine Erfindung vorstellen lassen. Smirnoff, hör zu, oder? Nein, hört! Hören Sie zu, mal zulassen. Also... Ach. Oh, schon. Aber... Auflegen!
Ich sollte das erst vor Parker abspielen, wenn ich etwas Relevantes über Edna drauf habe. Ich muss einen guten Platz für Dennis aufzeichnen. Ich wollte noch etwas anderes sagen. Was war es doch gleich? Oh ja. Ich dachte, das macht er jetzt automatisch. Willkommen in der Welt von morgen, wo sich jeder wie ein König fühlt. Alle Wünsche werden einfach auf Knopf. Der guckt ja schon hin. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich weiß nicht, was dann. Willkommen, Telefon. Was? Auflegen, um Ihr Telefon. Auflegen. Okay, ich muss die Blume irgendwie hinstellen. Oder ich muss die Blume genau in die Telefonstelle reinstellen. Geht ja auch am Ende. Ach, Phobi, hallo Phobi. Möchten Sie Tele... Ja. Leider. Okay, dann machen wir es eben anders. Dann mache ich das von draußen anklicken, anstatt von drinnen. Nixon wäre wirklich stolz. Nixon? Der nächste Aussteller auf unserer Liste ist Officer Danny Parker von der Polizei von Hill Valley. Officer Parker wird einige faszinierende Hilfsmittel vorstellen, welche unseren uniformierten Jungs bald zur Verfügung stehen werden. Den kriminellen Elementen wird ab heute das Lachen vergehen. Officer Parker? Offenbar ist unser nächster Aussteller unvorhergesehen aufgehalten worden. Aber ich bin mir sicher, seine Präsentation wäre unvergleichlich lehrreich und faszinierend gewesen. Wir können ja trotzdem etwas... Trotzdem etwas applaudieren, ja. Und nochmal. Ja, ich weiß. Willkommen, Telefonum. Telefonzelle der Zukunft. Mann, ja? Karl Sogen? Oh,